Hey Leute, wir sind's wieder von Biohazard Exploring Zone. Ich bin mal wieder mit Marco und Toni auf einer Tour unterwegs und wir schauen uns gerade in Frankreich das Chateau Banana an und ja, ich hoffe, das Video wird euch gefallen. Also hier könnte man direkt einziehen. Leute, schaut mal her. Hier haben wir noch Tische gefunden mit goldenen Accessoires und ja, generell in dem ganzen Haus sind überall Möbelstücke und so weiter, die halt noch ja, sehr antik sind. Wenn man jetzt mal hier schaut, oder auch hier in dem Raum, überall findet man immer wieder antike Möbelstücke. Und ja, es gibt mehrere Badezimmer. Das scheint wohl eines der ältesten und im schlechtesten Zustand zu sein. Ja, Toni und Marco sind momentan unten unterwegs. Wir sind schon nach oben gegangen, gucken uns hier schon mal den Rest des Gebäudes an und ja, machen quasi so eine Vorbegehung. Einfach aus dem Grund, dass wir uns heute mal nicht in den Füßen rumrennen und Toni in aller Ruhe seine Bilder machen kann. Wir haben heute Funkgeräte dabei, sind per Funk in Verständigung und ja, aber wenn ich sehe, was hier alles rumsteht und wartet einfach ab, unten das absolute Highlight, ihr habt es ja eben schon kurz gesehen, aber es wird richtig krass. Thank you.
Ja, also mittlerweile bin ich der Vermutung, dass es sich hierbei nicht um ein privates Schloss gehandelt hat, sondern sich eventuell um ein Hotel gehandelt hat. Hier sind mehrere Schlafzimmer zu sehen und vor allen Dingen jedes Schlafzimmer hat sein eigenes Badezimmer. Also könnte es sich hier bei echt gut um ja, Hotel oder so ein Hostel gehandelt haben. Also auf jeden Fall ziemlich beeindruckend und echt krass. Auch hier noch mein Zimmer mit Bett, mit Doppelbett. Und ich vermute, wie gesagt, weil jedes Zimmer sein eigenes Bad hat, dass die Theorie mit Hotel oder Hostel doch schon ziemlich gut dran kommt. Auch hier haben wir noch ein Zimmer. Können wir auch ehemaliges Schlafzimmer gewesen sein, dass hier vielleicht dieser Schrank als Kleiderschrank gedient hat. Und hier haben wir das nächste Badezimmer. Aber hier fehlt auf jeden Fall schon mal das Bett. Ja, nachdem ich gerade mit Toni gesprochen habe, ist mir noch was aufgefallen, was mir eben nicht aufgefallen ist. Hier an den Zimmertüren sind Nummern dran, zwar nicht an allen, aber hier haben wir eine Nummer gefunden. Also könnte meine Theorie mit Hostel oder Hotel vielleicht tatsächlich hinkommen. So, dann gehen wir jetzt mal noch mal runter und dann zeige ich euch mehr oder weniger das Highlight. Hier unten ist es natürlich am meisten zugemüllt. Aber und ja, hier haben wir so einen kleinen Speisesaal noch perfekt eingerichtet. Auch mit einem sehr alten Kinderwagen. Und noch jede Menge Porzellangeschirr. Ich vermute, dass es sich hierbei bei diesem Raum um eine Art Lobby handelt. Hier haben wir auf jeden Fall mal einen sehr schicken Flügel und die Möbel hier vergoldet. Echt extrem geil. Sehr antik vor allem. Ja, ein Lesetisch. Also wahrscheinlich war das hier so ein Sammelraum, so ein ja, Lobby, so ein Treffpunkt. Haben wir hier noch einen Raum. Allerdings komplett zugemüllt mit Kamin. Anscheinend geht es hier rüber zu einer Küche, beziehungsweise das hier scheint sogar schon die Küche zu sein. Hinten ist ein Herd und hier eine komplette Arbeitsfläche. Allerdings auch hier wieder so extrem zugemüllt, dass hier einfach kaum ein Durchkommen ist.
Aber ich versuche jetzt mal darüber in den anderen Raum zu kommen. Anscheinend hat man hier schon Renovierungsversuche gemacht, weil überall Leitern und Gipssäcke rumstehen. Aber das wurde anscheinend aufgegeben. Boah, Leute. Ich weiß nicht, was es ist. Das hier. Aber es sieht auf jeden Fall ziemlich eklig aus. Hier oben haben wir noch ein Einmachglas drin. Hier haben wir anscheinend eine Spülmaschine und hier sind noch zwei Öfen. Hier ist noch eine Stereoanlage. Hier ist ein alter Tresor. Wahrscheinlich genau aus diesem Grund, wegen diesen ganzen Kisten hier, heißt das ganze Chateau Banana, weil das sind alles alte Bananenkisten. Hier haben wir auch noch einen Flügel. Da hinten kommen wir dann in den Raum, wo wir eben schon auf der anderen Seite waren, aber nicht durchgekommen sind. Hätte ich noch einen Raum gefunden, wo auch jede Menge Gerümpel drin ist. Vor allen Dingen noch alte Möbel. Absoluter Wahnsinn. Und auch noch mal ein Kamin. Ich habe gerade noch was entdeckt, woran man erkennt, dass es wahrscheinlich ein Hotel oder ein Hostel war. Wir haben hier eine Mauer. Da hinten ist anscheinend so eine Art Schreibtisch oder so. Da ist hier eine Mauer lang. Das könnte eventuell die Rezeption gewesen sein. Leute, ich habe einen Kellerzugang entdeckt. Mal schauen, was wir da unten noch finden. Aber hier waren schon ordentlich Sprayer am Werk. Und auch hier nochmal überall Grümpel. Eine alte Wäschküche. Das hier war eine alte Werkstatt. Noch ein alter Schleifstein und noch jede Menge Werkzeug, wo vorhanden ist. Fahrräder. Boah, guckt euch das an, Leute. Die ganzen alten Lampen hier. Auch da hinten. Überall sind hier alte Lampen. Wahnsinn. Hier sind noch mal ein paar Möbel, alte Heizungen und so ein Kindermotorrad, Spielzeugmotorrad. Erstmal gucken, dass wir nicht hier übers Geländer fallen. Okay. Ein Schild mit der Aufschrift verkauft. Wahrscheinlich werden die ganzen Möbel hier einfach nur zwischengelagert und weiterverkauft. Haben wir noch ein paar Reifen, Sommerreifen. Auch hier nochmal Kerzenständer, Lampen. Eine alte Tischtennisplatte.
bin da gerade mit dem Fuß irgendwo dagegen getreten, da ist hier was umgefallen. Hier haben wir die Heizungsanlage, die übrigens aus ist, also kein Strom vorhanden. Und dann haben wir hier erstmal so Waschbecken, Spülbecken oder was. Und zwei Waschmaschinen und einen Trockner. Dann haben wir hier anscheinend noch so einen kleinen Ofen. Ansonsten jede Menge Reinigungsmittel und Putztücher. Schauen wir mal, was wir hier hinten noch hatten. Das sind auch überall noch mal so ein paar Puppen. Hey! Einen schicken alten Ghetto-Blaster. Hier ist ein Hauptstromkasten. Die Sicherungen sind noch alle drin, aber es ist kein Strom mehr da. Also wurde die Hauptsicherung komplett gezogen. Auch noch mal jede Menge Gerümpel. Da hinten stehen noch alte Skier. Und noch mal ein paar antike Möbel. Und dann haben wir hier anscheinend für den Garten so Pfosten, die restauriert werden. Draußen haben wir auch schon welche gesehen, die aber schon zerstört waren. Ja, ansonsten noch jede Menge sanitäre Einrichtungen, eine Beton-Speismaschine. Ja Leute, ich hoffe, das Video von Chateau Banana hat euch gefallen. Uns hat das Schloss auf jeden Fall gefallen. Es gab ein paar Highlights, aber ja, ihr habt selber im Video gesehen. Ziemlich viel Gerümpel überall, aber so ein paar Zimmer, so 3-4 Zimmer, da sind wir uns alle einig, waren doch sehr gut erhalten. Und ja, ich würde sagen, wir schließen das Video ab. Ihr kennt das Prozedere. Daumen nach oben, Kanal abonnieren. Und ja, das war's auch schon. So, sind wir soweit? 3, 2, 1, Action! Ja Leute, ich hoffe, das Video vom Chateau Banana hat euch gefallen. Uns hat auf jeden Fall das Schloss ziemlich gefallen. Ja, waren ein paar Highlights da. Einige Zimmer waren richtig gut erhalten. Aber halt extrem viel, ja, Gerümpel. Überall verstreut im ganzen Haus. Aber ich würde sagen, wir schließen das Video ab. Ihr kennt das Prozedere. Daumen nach oben. Und der Abmutor los.